Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Abendveranstaltung vom University Future Festival. Wir freuen uns schon richtig. Sie können es nicht sehen, aber hinter der Kamera hier in Berlin stehen schon 100 Leute und freuen sich, das Tanzbein zu schwingen. Noch müssen Sie sich ein bisschen gedulden. Sie können sich schon mal warm wippen mit dem großen C. Aber noch wollen wir noch ein kleines bisschen schauen, was haben wir denn heute mitgenommen aus dem Tag. Wir nehmen noch mal einen kurzen Impuls mit von Manuel Dolderer. Aber eben bis wir zu Manuel kommen, erstmal zu dir, Sebastian. Was ist hängen geblieben? Also ich meine, du warst ja inhaltlich in der einen oder anderen Session dabei, hast auch den Metablick, was sich insgesamt getan hat. Unglaublich viel Input. Was sticht heraus? Für mich bleibt vor allem eine ganz große Dankbarkeit hängen, Zackes, und zwar für die vielen Leute, die als SpeakerInnen hier aktiv waren. Ich habe mich öfter mal so durch die Sessions geswitcht, das heißt, ich bin immer ganz schnell von der einen zur nächsten gegangen und man sieht an allen Stellen, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand die Leute sich gemacht haben, das Herzblut, mit dem die dabei sind. Ich meine, wir sprechen über diese gesamten 3 Tage von über 500 Menschen, die als SpeakerInnen am Start sind, und das ist eine unglaubliche Zahl, und da steckt so viel Arbeit, so viel Liebe, Herzblut dabei. Das ist wirklich beeindruckend. Und vielleicht, wenn ich einen Talk hervorheben kann, das hat aber auch damit zu tun, dass ich da den Moment Zeit hatte, mir das anzugucken. Marina Weißband, muss ich sagen, die hat es einfach abgeräumt. Das war der Knaller. Ah, fand ich auch. Was für ein klarer Geist. So unglaublich schön, die Statements. Es war leicht zu folgen, tolle Slides. Und wer den Talk und alle anderen Talks dieser 500 Talks nochmal anschauen möchte, kann die On-Demand auf der Plattform anschauen. Die meisten sind schon online. Die Mainstage braucht immer ein kleines bisschen länger. Richtig. Aber langfristig auch auf YouTube? Langfristig auch auf YouTube. Also Marina Weißband ist noch nicht ansehbar, kommt aber. Das hat technische Gründe. Das ist keine Diskriminierung an der Stelle. Ist dann eigentlich die übersetzte Version auch online? Nein. Ah, okay. Also nur Original sozusagen. Entweder original. Auf Deutsch oder auf Englisch. Richtig. Verstehe. Ja, was habe ich mitgenommen? Ich fand es wahnsinnig spannend zu hören, dass es halt je nachdem, in wem man spricht, ganz unterschiedliche Erfahrungen von der Pandemie gab und der Lage. Manche wahnsinnig begeistert, gerade Erik jetzt zum Schluss, der meinte, er hatte die besten Kurse seit langem, das unglaublich umarmt hat. Aber die Erfahrung dabei, und ich glaube, das kenne ich als Moderator von Online-Events auch, man ist immer im Gespräch mit Menschen, man betreut den Chat, man hat 3 verschiedene Sachen zu tun, ist unglaublich aufgeregt, es war ein produktiver, ergiebiger Tag. Für die Zuschauer ist es ganz anders. Die saßen 8 Stunden da, haben vielleicht mal den Finger gehoben, um auf die Maus zu klicken, sich mal zu dehnen. Und ich glaube, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, wer alles die Erfahrung teilt und wie unterschiedlich die sein kann, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, dann auch noch das Physische mit dem Digitalen zusammenzuführen. Das ist richtig, Zackes. So, und jetzt würde ich Sie alle mal ein bisschen durch den Abend führen. Und zwar sowohl Sie hier im Publikum als auch Sie am Weltempfänger draußen. Wir haben einiges vor. Natürlich beginnt es mit Inhalt. Wie könnte es anders sein? Wir haben Manuel Dolderer, den Präsidenten der Code University, am Start, der einen kurzen Input gibt. Manuel Dolderer ist sicherlich den meisten bekannt, ist ein Vordenker im Hochschulbereich. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn hier gewinnen konnten, um auch noch mal ein bisschen Inhalt hier auf die Bühne zu bringen. Danach gibt es eine Schalte quer durch die Republik. Wir sind nämlich nicht alleine mit unserer kleinen Feier hier physisch in Berlin. Wir hatten einen Community-Aufruf gemacht. Wir hatten darum gebeten, macht lokale Abendevents, ladet Leute ein. Das kann klein sein, mit einer Handvoll Leute, kann auch ein bisschen größer sein, das ist euch überlassen. Wir haben die Leute ausgestattet mit Peer-to-Peer, mit alkoholfreien Getränken natürlich auch und mit einem Partypaket. Und das werden wir uns mal anschauen. Wir werden also die Partys, die jetzt an anderen Orten laufen, besuchen. Und dann geht es weiter mit einem Spiel, was wir uns ausgedacht haben. Das ist leider nur den Leuten hier physisch im Saal vorbehalten. Da können Sie sich drauf freuen. Und es endet mit Musik und Peer-to-Peer. Und bei dem Spiel ganz wichtig, Sie können auch was gewinnen. Also an der Stelle sollten Sie alle noch gut zuhören. Dann würde ich sagen, wir kommen zu Manuel. Kommen wir zu Manuel, oder? Ich wollte in der Zwischenzeit noch die Party im Chat anschieben, aber ich glaube, das mache ich, während Manuel spricht. Aha. Ich schaue mal kurz, er ist schon da. Genau, er hat es gerade noch pünktlich wieder auf den Euref Campus geschafft. Ich weiß, er war fleißig bei der Veranstaltung mit dabei, denn ich bin ihm manchmal im Chat begegnet. Und er war proaktiv dabei, hat gute Fragen gestellt und jetzt nochmal einen Impuls für uns dabei. Herzlich willkommen, genau. Manuel. Super. Ja, vielen Dank. Den Impuls habe ich heute Morgen noch von zu Hause gemacht. Jetzt hier in Berlin. Freue mich total, Menschen zu sehen, live und in Farbe. Und ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier nochmal ein paar Gedanken zu teilen. Es wird nicht lange,
Es wird auch kein inhaltlicher Impuls. Ich glaube, wir haben alle heute und gestern ja auch schon so viel Inhalt aufsaugen können, teilweise selbst geteilt und mitgenommen. Deswegen für die paar Minuten, die ich mir heute nehmen möchte, habe ich mir überlegt, was kann ich noch teilen, was irgendeinen Mehrwert bietet. Und in der Vorbereitung des University Future Festivals durfte ich Teil der Vision Jury sein. Also wir haben uns als Jury die ganzen Einreichungen angeschaut, die kategorisiert wurden als passend zum Vision Track. Und eine Sache ist uns aufgefallen, da war wenig Vision dabei. Das waren spannende Ideen, interessante Konzepte, neue Ansätze, aber das richtig Visionäre, das blitzte so ab und zu mal auf, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hätte, dass alles, was da eingereicht wurde und in diesen Track sich selbst ja eingesortiert hat, dass das so von visionären Ideen und Impulsen quasi übersprudelte. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Unsere Studierenden an der Kurt University bekommen zum Studienbeginn von uns so ein kleines Willkommenspaket. Und dazu gehört typischerweise auch das eine oder andere Buch, von dem wir denken, dass, wenn man es am Anfang seines Studiums liest, einem das interessante Impulse vermittelt und ein paar Grundlagen für das Studium. Und in diesem Jahr haben wir Ihnen geschenkt den Druck einer Rede von David Foster Wallace, der wahrscheinlich vielen von Ihnen und euch was sagen wird, die er gehalten hat als Commencement Speech, diese amerikanische Tradition von Rednern, die quasi vor Abschlussjahrgängen von Universitäten auftreten. Und diese Commencement Speech hat er überschrieben als Text mit dem Titel This is Water. Und er beginnt diese Rede mit einer kleinen Geschichte von zwei Fischen, die so vor sich hinschwimmen und einem älteren Fisch begegnen. Und dieser ältere Fisch begrüßt die beiden jungen Fische im Vorbeischwimmen und meint zu ihnen so: Hi Jungs, wie ist das Wasser heute? Und die beiden Fische grüßen zurück, schwimmen weiter. Und irgendwann dreht sich der eine zu dem anderen um und sagt: Was zum Teufel ist Wasser? Und das ist für ihn der Auftakt einer Rede, die sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt: Was ist eigentlich die wahre Bedeutung von Bildung, also im Amerikanischen the real value of a real education. Und seine These ist, dass es weniger darum geht, Fachwissen anzuhäufen und sich in eine Profession hineinzuentwickeln und vielmehr darum, etwas zu bekommen, das einem hilft, seine eigene Wahrnehmung zu schärfen, ein Bewusstsein zu wecken, aufzuwachen und zu erkennen und zu verstehen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit verwenden und wie wir aus den Erfahrungen, die wir machen, Bedeutung generieren. Denn das ist am Ende ja unsere Wahl, die wir treffen, meistens unbewusst, wie wir aus dem, was uns widerfährt, was wir erfahren, wie wir daraus für uns Bedeutung generieren. Und dieses Wachsein, das beschreibt er als das Ziel von wahrer Bildung, die Fähigkeit, das zu erkennen für sich selbst und diesen Schritt zu gehen. Und das Gegenteil davon beschreibt er als den Default Mode. Das ist, wenn wir operieren, wie wir glauben, dass es von uns erwartet wird. Einfach, wir versuchen, externen Ansprüchen zu genügen, externe Erwartungen zu erfüllen. Das können unsere eigenen Erwartungen sein, das können die Erwartungen unserer Eltern, die Erwartungen der Gesellschaft sein. Und dabei ist mir aufgefallen, und deswegen haben wir dieses Buch verschenkt, dass es auch für das Studium einen ganz, ganz mächtigen Default-Mode gibt. Wenn ich mich in ein Studium, wenn ich mich anmelde, wenn ich mich einschreibe, wenn ich beginne zu studieren, dann ist der Default-Mode: Ich bin hier, weil ich Credit sammeln will, weil ich Prüfungen bestehen will und weil ich am Ende einen Abschluss haben will. Und der geht noch ein Stück weiter, denn mit dem Abschluss will ich ja das Nächste machen. Ich will im Zweifel, ich will Job, ich will Familie, ich will Karriere. Das ist der Default-Mode, in den ganz viele Studierende unbewusst einsteigen, in dem Moment, wo sie sagen: Jawohl, ich möchte studieren. Und ich glaube, dass, wenn wir über Zukunft reden wollen und über die Hochschule der Zukunft, und wir sind ja hier in dem University Future Festival, wir wollen ja eigentlich die Zukunft der Hochschule feiern, dann müssen wir uns fragen, wie können unsere Hochschulen eigentlich zu Orten werden, die das leisten? Die Studierenden helfen, aus diesem Default-Mode auszusteigen, den als eine Option zu sehen, aber damit eben auch das Steuer in die Hand zu nehmen und zu sagen: Ich bin derjenige, der entscheidet, was mein Ziel ist im Studium,
im Leben? Und dann kann ich mich fragen, wie eine Hochschule mir helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und in den ganzen Diskussionen, die wir führen, wenn wir unter uns sind, all die Hochschulexpertinnen und Experten, alle die Hochschullehrerinnen und Lehrer und Menschen, die im Bildungssystem unterwegs sind, ich glaube, wir operieren auch alle ganz oft in einem Default-Mode, weil ganz viele Dinge einfach gegeben sind. Die sind so und die werden auch nicht groß hinterfragt. Und wenn man mal jemand wagt, etwas zu hinterfragen, dann heißt es ganz oft, naja, aber daran können wir eh nichts ändern oder das ist halt so, damit müssen wir leben. Ich glaube, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass sich unsere Hochschulen zu Orten entwickeln, die den Studierenden erlauben, dieses Bewusstsein zu entwickeln, auszusteigen aus dem Default Mode und die Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Lernen und für ihr eigenes Studieren und damit in der Konsequenz auch für ihr eigenes Leben, dann müssen wir selber aussteigen aus dem Default Mode in unserem Kopf darüber, wie wir glauben, wie Hochschule ist oder zu sein hat oder nur sein kann und uns gegenseitig immer mal wieder herausfordern und fragen, was ist denn für uns gerade das Wasser, das uns tagtäglich umgibt und dessen wir uns nicht bewusst sind? Was ist eigentlich für uns das, was wir für gegeben nehmen, so alltäglich, so selbstverständlich, dass wir gar keinen Gedanken an dessen, an die Existenz verschwenden, geschweige denn an die Einschränkungen, die damit einhergehen? Denn am Ende, das wissen wir auch alle, ist ja der Schritt vom Wasser irgendwann ans Land erfolgt. Und da wurde evolutorisch noch viel mehr möglich. Und wenn es diesen Schritt nicht gegeben hätte, dann wären wir heute wahrscheinlich alle nicht hier. Also lohnt es sich, glaube ich, meines Erachtens, dass wir uns gegenseitig, gerade wenn wir hier sind, um die Zukunft der Hochschule, die Hochschule der Zukunft zu feiern, immer mal wieder erinnern an all die Dinge, die wir hinterfragen sollten, die wir uns bewusst machen sollten und die wir viel zu oft für selbstverständlich und für gegeben nehmen. Also das ist mein kurzer Impuls für heute. Lasst uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, zu schauen, was ist unser Wasser, das uns umgibt und das wir ständig hinterfragen sollten. Danke. Vielen Dank dir, Manuel. Gerne. Eine Frage, die wir sehr, sehr gerne morgen nochmal mitnehmen in den Workshop-Tag und da hoffentlich wirklich gut bearbeiten können. Jetzt aber wollen wir erstmal gucken, was denn aus dem Care-Paket geworden ist, das ihr rumgeschuckt. Ah, du wolltest vorher noch kurz das Bingo erklären, bevor wir zu der Live-Schaltung. Andersrum? Ja, wir machen jetzt erstmal die Schalten. Okay, dann machen wir erst die Live-Schaltung. Das heißt, wir gucken, was aus dem Party-Care-Paket geworden ist. Die TU Hamburg hat eins bekommen und ich glaube, wir haben sie auch live in der Leitung. Könnt ihr mich schon hören? Sehr schön. Wahnsinn. Sehr cool. Die Stimmung ist definitiv auf Party. Der Raum sieht eher so aus, als hättet ihr, wenn ihr den Vortrag vorhin mitbekommen habt von Merle, die Tische wieder zurückgeschoben an ihren Platz. Sehr schön. Stellt euch doch mal kurz mit ein, zwei Leute mit dem Namen vor. Mit wem sprechen wir denn? Vielleicht vorne du mit dem Like-Schild. Oder wer ist nah am Mikro dran? Ich fange einfach mal an. Agnes Martella, wir sind hier das Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik der Technischen Universität Hamburg. Wir sind seit Jahren mit dem HFD verbunden und jetzt auch mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und ja, wir haben unser Bestes gegeben, euer Care-Paket auszufüllen und diesen Raum, der Corona-bedingt so eingerichtet ist, wie ihr ihn seht, hübsch zu machen. Und sehr vorbildlich, ihr habt die alkoholfreien Getränke sehr visuell ins Bild gestellt. Das nehmen wir zur Kenntnis. Vielleicht in einem Satz, was feiert ihr denn nach drei Remote-Semestern endlich wieder vor Ort? Was ist für euch das, was ihr wirklich feiert oder zelebriert? Wir feiern, dass wir wieder feiern können. Okay. Das ist wunderbar, das hat Hartmut Rosa vorhin auch erwähnt. Das Studentenleben besteht eigentlich aus unsinnigen Demonstrationen und WG-Partys. Wenn ich jetzt mal in meiner eigenen Art und Weise paraphrasiere. Sehr schön. Wolltest du auch noch was sagen, Sebastian? Ich freue mich, euch zu sehen und ich freue mich auch darauf, das nächste Mal euch alle wieder richtig face-to-face zu sehen. Es ist lange her. Wir wünschen euch viel Spaß beim Feiern. Und wir hoffen, es kommen vielleicht noch ein paar Leute zufälligerweise dazu, die gerade noch durch die Räumlichkeiten laufen. Na,
Dann schauen wir doch mal, was in Magdeburg passiert, nämlich an der Otto von Guericke-Universität. Ja, hallo, ich bin Matthias Magdowski von der Otto von Guericke-Universität. Wir haben leider an unserer Uni kein hochschuldidaktisches Zentrum, aber wir haben natürlich in den letzten 3 Semestern auch alles komplett in Online- und digitaler Lehre gemacht und haben jetzt festgestellt, dass die Studierenden, so sie zurück sind auf dem Campus, Probleme haben, in die Präsenzformate hineinzufinden. Und wir haben uns auch überlegt, das Hybrid-Setting mal ein bisschen umzudenken und haben dafür den Zoom-Frame 2000 entwickelt. Den wollen wir kurz demonstrieren. Sehr klasse. Ich würde sagen, ich mach mal meine Kamera an der Stelle. Und ja, dann sieht man, dass das wunderbar funktioniert. Und für die Studierenden natürlich den gleichen Eindruck liefert, wie ja, den sie halt gewohnt sind aus den 3 Online-Semestern. Ein Vorteil dieses Aufbaus ist, dass man natürlich auch Team-Teaching machen kann. Dafür würde ich sagen, Thomas, schalt doch auch mal deine Kamera ein und stell dich kurz vor. Wir können dich nicht hören, Thomas. Genau, du bist auf Mute. Ja. Jetzt müsstet ihr mich hören können. Ja, klasse. Hallihallo. Hallo, Thomas. Ja, und wer jetzt unten die Zoom-Leiste auswendig kennt aus den normalen Settings, der wird feststellen, dass die beiden Felder für Breakout-Sessions und für Reaktionen hier fehlen, weil man die natürlich auch einfach so machen kann, also auch mit den Studierenden oder mit den Kollegen, die hier im Raum sind. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich zu diesem Setting gar nicht zu sagen. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass man hier das Peer-to-Peer aufmachen kann und das auch einfach so in das andere Kamerafenster rüber halten kann und dann aber trotzdem. Zum Wohl, viel Spaß noch, schönen Abend aus Magdeburg. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt gerade einen Screenshot gemacht, weil das wird der Screenshot des Tages beim Anstoßen, genau. Vielen Dank. Das Ziel, euch. Matthias. Großartig. Dann schalten wir mal nach Fulda. Die Latte hängt hoch, liebe Hochschule Fulda. Ich bin gespannt, ob ihr da rankommt. Hallo, Grüße aus Fulda. Sehr schön. Ja. Was feiern wir heute? Wir feiern unseren Tag des Lernens und haben das integriert in das University Future Festival. Und gleichzeitig ist der Kick-off für unser Go-In-Projekt, was durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. Also sehr viel Grund zum Feiern und das erste Mal seit langer Zeit auch wieder in Präsenz. Alles noch Corona-konform. Ansonsten haben wir eigentlich viel mehr Teilnehmende hier. Aber wir freuen uns alle, hier teil sein zu können. Sebastian, genau hier. Wie habt ihr die 5 Standorte eigentlich ausgewählt? Es war tatsächlich, alle, die sich beworben haben, wurden auch ausgewählt. Also wir waren sehr froh über alle, die was eingereicht haben. Das stimmt, glaube ich, nicht. Das sind nur die Besten. Nur die genau. Besten. Das sind nur die Besten, die eingereicht haben. Ich habe ja was ganz anderes erzählt. Also ihr fallt mir jetzt voll in den Rücken. Das ist, naja. Genau, wir hatten gesagt, wir wurden nach einem sehr, sehr differenzierten Kriterium ausgewählt, Punktevergabe. Und genau, dann mussten wir nochmal aussieben. Aber wir freuen uns, dass ihr dabei seid. So, wir gehen jetzt nach Köln. Allein schon, weil das Name Köln, der Name Köln vorkommt, erwarten wir viel, was das Feiern angeht. Hallo nach Berlin und Prost zusammen. Wir sind leider hier auch eine kleine, aber sehr feine Runde. Wir hatten auch Großes geplant, aber haben uns die Corona-Maßnahmen der Uni Köln eine kleine Strichnote-Rechnung gemacht. Aber wir haben noch einen Raum finden können, wo wir doch sage und schreibe zu 6 jetzt hier sitzen und haben alles gegeben, auch die Party-Sachen hier aufzuhängen und trinken uns jetzt auch durch das Beer-to-Peer zu weniger Leuten. Also gibt es mehr Bier. Insofern sind wir das heißt, wir schalten später nochmal zu euch, genau, um zu gucken, wie die Stimmung später ist. Genau. Und wir sind im International Office hier und haben eine kleine Auswahl von Leuten, die mit in unserem IVAC-Projekt dabei sind. Das ist vom DAAD gefördert und ist International Virtual Academic Collaboration. Da waren 2 letztes Jahr schon dabei und eine neue Professorin ist heute mit dabei. Und so haben wir trotzdem ein sehr gutes Netzwerktreffen machen können, obwohl wir nur so wenig sind.
Na, das ist doch schön, dass wir die neue Professorin gleich in Kruse-Runde einweihen können. Sehr schön. Genau. Das war heute eine Frage, wie schaffen wir es in der Remote-Ära zu sozialisieren und den Unigeist verströmen zu lassen. Das ist doch ein guter Einstand, genau. Ja, der Ruhrhub kann es noch gut machen und die Fröhlichkeit reinbringen. Haben wir euch auch. Ich glaube, das sieht zahlreich aus bei euch. Hallo. Genau. Super, bei euch auch? Okay, wunderbar. Bei euch sind die Corona-Vorgaben nicht ganz so streng, das ist schön. Doch, doch, aber ich stehe mit viel Abstand hier. Also jetzt bitte hier keine Legenden bilden. Nein, hier sitzen das Team vom ZHW, vom ITMC für die digitale Lehre und Vertreterinnen und Vertreter von beiden Projekten von HiLab und CrossLab, das eben die Projekte, die eben über die Stiftung Innovation der Hochschullehre gefördert werden. Und es ist das erste Mal, dass wir uns seit langem wieder sehen und deswegen feiern wir. Wir sind natürlich ein bisschen eingeschnappt, dass wir in Dortmund extra Bier geschickt kriegen, weil wir eigentlich hier gutes Bier haben. Aber wir sind natürlich genauso froh, dass in Köln jetzt auch mal richtiges Bier getrunken werden kann. Also deswegen Prost nach Köln. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt das Paket aufgehoben. Ihr könnt den Karton gerne auch wieder füllen und zurückschicken zu Sebastian. Sehr, sehr gerne. Mit dem Bier aus eurer Region. Nein, alles gut, das kriegen wir leer. Nein, nein, ich meine mit eurem Bier natürlich. Ach, richtig. Ach so, ja, ja, das können wir machen. Genau. Ich glaube, da freut sich das HFD-Team. Ja, man sieht übrigens auch so, wie die Einstellungen sind zu Bier. Also bei euch steht das Bier ganz im Vordergrund, bei anderen waren es nicht alkoholische Getränke, die man deutlich stärker sah. Aber es ist beides verschickt worden. Wir haben da keine Wertigkeit vorgesehen. Danke euch. Wir wünschen euch einen wunderbaren Abend. Es ist toll, dass ihr mit dabei seid. Und wir hoffen, dass ihr auch gleich den Livestream laufen lasst, wenn wir DJ und Cat dazu schalten. Noch dauert es eine Minute. Denn jetzt kommen wir hier zum Bingo. Das gibt es genau. In Berlin. Richtig, genau. Es gibt hier das lokale Spiel und zwar ein Bingo. Die wichtigste Nachricht ist natürlich, es gibt was zu gewinnen. Und zwar das Item, was am stärksten nachgefragt war hier auf der Veranstaltung. Es kamen die Fragen im Chat, es kamen die Fragen persönlich. Können wir es haben? Wie kann ich es kaufen? Man kann es nicht kaufen, man kann es nur gewinnen. Und zwar diesen Pulli. Und zwar jetzt nicht. und zwar nicht diesen physischen Pulli, den ich jetzt seit vorgestern trage, sondern ein frisches Exemplar. Und zwar in der Größe M. Ich muss mich entschuldigen für alle größeren Leute hier. Es ist nur einer in M noch übrig gewesen. Es tut mir leid. Das ist die Realität. Es gibt aber auch noch mehr zu gewinnen. Es gibt auch Schokolade. Das heißt, es gibt auch Trostpreise. Wie kann man diese großartigen Preise gewinnen? Die Antwort ist folgendes. Sie alle haben in Ihrer Hosentasche jetzt einen Begriff, einen Zettel mit einem Begriff. Das war vielleicht ein bisschen verwirrend, als Sie den erhalten haben bei der Anmeldung. Klammer auf, falls Sie keinen Begriff in Ihrer Hosentasche haben, gehen Sie zur Anmeldung, besorgen Sie sich Ihren Begriff. Denn damit sollten Sie etwas machen. Der Hintergrund. Oh, es ist jetzt die Leute laufen und besorgen sich ihre Begriffe. Sehr schön. Der Hintergrund dessen ist, wir haben ein Bingo-Spiel. Es werden Ihnen jetzt Bingo-Karten zur Verfügung gestellt. Und zwar dort drüben und dort drüben. Und auf beiden Seiten finden Sie Bingo-Karten. Besorgen sich die Bingo-Karten. Und jetzt ist folgendes die Challenge. Sprechen Sie Leute an, wenn Sie jetzt hier beim Bier zusammenstehen, reden Sie mit Leuten, stellen Sie sich vor, sagen Sie, wer Sie sind, fragen Sie, wer die andere Person ist und dann fragen Sie nach dem Begriff. Sobald Sie einen Begriff haben, der noch nicht auf Ihrer Karte steht, bitte ich Sie darum, auf Ihrer Bingo-Karte den Begriff einzukringeln. Und sobald Sie 5 Begriffe in einer Linie, sie kann horizontal, vertikal, sie kann schräg sein, ist es egal, es muss eine gerade Linie sein. Sobald Sie 5 Begriffe zusammen haben, die eine Linie ergeben, dann haben Sie ein Bingo. Was tun Sie dann, wenn Sie ein Bingo haben? Sie kommen zu mir. Tatsächlich bin ich der Ansprechpartner. Nicht laut Bingo rufen bitte, die Räumlichkeiten sind zu groß dafür, das funktioniert nicht. Kommen Sie zu mir, wenn Sie ein Bingo haben. Der Erste, der mit einem Bingo zu mir kommt, und ich vertraue Ihnen, wir sind alle seriöse Leute hier, dass Sie nur dann auch wirklich ein Bingo haben, wenn Sie mit genügend Leuten gesprochen haben. Kommen Sie zu mir, der Erste, der zu mir kommt, kriegt einen Pulli,
zweite und dritte Person kriegt Schokolade und danach gibt es leider nichts mehr. Okay, das heißt, erst die Menschen ansprechen, dann zur Bar gehen oder an der Bar warten, wer alles an einem vorbeiläuft. Ganz genau. Oh, ich glaube, wir sind am Ende. Dann fehlt nur noch die DJ, oder? Richtig. Wir sind am Ende angekommen. Es fehlt die DJ. Haben Sie viel Spaß auf dieser fantastischen Veranstaltung. Tanzen Sie, trinken Sie, unterhalten Sie sich, connecten Sie sich. Und Bühne frei für DJ Cat. Herzlich willkommen.